Danke sehr. Hallo. Mein Therapeut meinte letztens zu mir, er möchte mit mir über Sex reden. Und ich habe ihn dann gefragt, ob ich noch ein Glas Wasser haben könnte. Und er hat gesagt, Herr Fritz, bitte versuchen Sie nicht vom Thema abzulenken. Sie haben schon 7 Gläser dastehen. Und dann hat er echt darauf bestanden, dass ich ihm erzähle, wie mein allererstes Mal abgelaufen ist. Er kennt überhaupt keine Privatsphäre und hat auch betont, dass es für mich sehr wichtig ist, zu lernen, offen über solche intimen Dinge zu reden. Mit Freunden, hat er gesagt, und wenn gerade keine da sind, mit Publikum. In Köln, möglichst weit weg von zu Hause. Also ja, ich weiß nicht, wer es von euch schon an meinem Dialekt rausgehört hat. Ich bin keine Jungfrau mehr. Ja, mit 22 war ich der Letzte im Freundeskreis, der die Jungfräulichkeit nur nicht verloren gehabt hat. Ich habe nicht verstanden, warum gerade ich. Ich habe mir gedacht, ich bin doch ein netter Kerl. Ich verwende jeden Tag Zahnseide. Ich gender, selbst beim Denken. Ich antworte sogar auf Spam-Mails. Ich habe das Gefühl gehabt, dass mir das Wort Jungfrau groß auf die Stirn geschrieben steht. Beim Zahlen im Supermarkt zum Beispiel an der Kasse. An der Kasse habe ich mich immer weggedreht und mir gedacht, bitte frag mich nicht, ob ich Jungfrau bin. Bitte frag mich nicht, ob ich Jungfrau bin. Bitte frag mich nicht, ob ich Jungfrau bin. Wollen Sie Bar mit Karte zahlen? Jungfrau! Mit 23 habe ich dann eine 26-jährige Veterinärmedizinstudentin kennengelernt, die auch Jungfrau war. Und es hat also psychisch schon ein bisschen Druck aus der Sache genommen, dass sie diesen Studiengang gewählt hat, weil es ist mir, glaube ich, ein bisschen Rotz aus der Nase gekommen. Ja, aber es wird zum Glück nirgendwo live gestreamt. Also ja, ich habe mir gedacht, also diese Frau war schon bis zum Ellbogen in den Hintern von Kühn, also die ekelt sich so schnell nicht. Also da, für die ist mein Körper vielleicht sogar eine nette Abwechslung. Und beim dritten Date, eigentlich schon vor dem dritten Date, habe ich gewusst, tonight's the night. Heute wird der Käse gebacken. Weil, ja, das sagt man so in Österreich. Und weil sie mir kurz vor unserem Treffen, hat sie mir auf WhatsApp geschrieben, ich freue mich auf heute. Und dann noch dieses Emoji nachgeschickt, dass der Mund so keck, so erotisch nach links oben zieht. Und da habe ich mir gedacht, so naiv bin ich auch nicht, das ist Geheimcode für Geschlechtsverkehr. Ich habe dann zurückgeschrieben, ich freue mich auch auf heute. Und dann noch das Emoji von einer Kuh. Und von einem Ellbogen. Sie hat dann recht viele Fragezeichen retour geschickt. Wir haben dann bei ihr in der Wohnung Film geschaut. Und während des Filmverlaufs habe ich meine linke Hand jede Minute um 1 Millimeter näher in Richtung ihrer Hand geschoben. Und als Leonardo DiCaprio dann endlich ertrunken ist, bin ich mit meinem kleinen Finger wie eine schüchterne Nacktschnecke auf ihren kleinen Finger gekrochen. Und nachdem wir diese Position für 1 bis 2 Stunden gehalten haben, habe ich sie gefragt, ob ich sie küssen darf. Und sie hat gesagt, ja, gerne. Und ich habe gesagt, okay, cool, jetzt gleich oder später. Wie du magst, Christoph. Okay, haben wir das auch geklärt. Dann, ja, was gibt es sonst so Neues? Na gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, beginne ich jetzt einfach mit dem Küssvorgang. Du, bevor ich die Situation awkward mache. Und ja, ich finde, ich bin ja auch ein Teil vom Publikum, muss mich auch abholen. Mache Witze, mache ich mehr für mich selbst. Heute besonders, weil heute beim Reingehen, weil es heute mein erstes Mal war, haben sie nicht gewusst, dass ich heute hier auftrete und dann, ja, habe ich halt Eintritt gezahlt. Ja, und wie es ausschaut, auch einen der wenigen Stehplätze erwischt. Wir waren dann irgendwann nackt zur Überraschung der meisten Beteiligten und sie hat dann das, also ich kann sie sagen, wie es ist, und wir sind alle erwachsen, sie
Sie hat das Sexprozedere initiiert und das ist ein ganz normales deutsches Wort. Und ich habe dann ein Kondom hervorgeholt aus meiner Tupperware. Ja, warum lacht sie da? In Deutschland macht das jeder so. Ich meine, es doch irgendwie bietet sich doch an. Also in der ganzen Kondompackung mitführen wirkt halt auch leicht überambitioniert. Und immer in der Hand halten geht auch nicht. In dem Moment, in dem dann die Veterinärmedizinstudentin und ich begonnen haben, miteinander zu schlafen, in dem Moment hat sie gesagt, sorry Christoph, ich fühle mich nicht bereit dafür. Und sie hat sich dann 1000 Mal entschuldigt und ich habe gesagt, bitte, du musst dich doch nicht entschuldigen. Ich bin froh, dass du das sagst und es nicht einfach mit mir schläfst, ohne 100%ig davon überzeugt zu sein. Und dann bin ich gegangen, weil sie wollte lieber allein sein. Nächsten Tag im Supermarkt an der Kasse haben wir wieder gedacht, bitte frag mich nicht, ob ich Jungfrau bin, bitte frag mich nicht, ob ich... Moment, ich bin keine Jungfrau mehr, oder? Und der Kassier hat mich angeschaut und gesagt, keine Ahnung, wer soll ich das wissen? Soll ich den Filialleiter rufen lassen? Ich bin jetzt nicht zur Gänze eingedrungen, aber so mit der Spitze. Ja. Zählt das? Also, wenn man eine Tür öffnet und einen Blick in einen Raum wirft, war man dann in dem Raum oder nicht? Also, ja, ihr findet es vielleicht lustig, aber bin ich auch gefragt, aber ich habe mal die Einschätzung erhalten, mal die. Es gibt aber zu meiner Verteidigung sehr viele berühmte Männer in der Geschichte, die nicht gewusst haben, ob sie erstes Mal schon gehabt haben oder nicht. Josef? Also der von Weihnachten. Und Christoph, also ich. Ich habe dann das einzig Vernünftige getan, was man in so einer Situation tun kann. Ich habe um 7000 Euro einen Gutachter beauftragt, der das auch nicht herausfinden hat können. Aber er hat gemeint, für weitere 3000 Euro schläft er mit mir, damit ich mir sicher sein kann. Als ich das nächste Mal dann also wirklich zweifelsfrei Geschlechtsverkehr gehabt habe, hat mich die Frau dann nachher gefragt, ob das gerade mein erstes Mal war. Und ich habe gesagt, das ist eine wirklich gute Frage. Da gehen die Expertenmeinungen auseinander. Danke sehr. Das war für uns Christoph Fritz.